Nazis haben meist ein Proletariatsgesicht und ihre Eltern sind dann sogar stolz auf sich. Doch Nazi bleibt Nazi, ob Renner oder Kind, wir haben nicht für euch, weil wir halt anders sind. Viel bleibt euch nicht übrig, unsere Statuen werden schön inklusive Kamera oben für Nazi-Identifikation. Die Welt, die wir bauen, wird arbeitslos und deutschlandfrei, ohne Freiwild, ohne Onkel. Ey, hast du mal so ein YouTube-Video von den Proletariatsgesichtern gesehen? Das Miniaturbild sieht scheiße aus. Ich klick aus Neugier trotzdem drauf. Für unsere Kinder heißt der Titel Nazflaggenbier trifft Bauch gegen Neufeld. Deine beste Geschichte! Das wisst ihr auch. Gegen Neufeld! Gegen Neufeld! Die konnten uns noch nie verstehen. Ja, ohne Kinder kann man endlich mal ein Ende sehen. Nazi, weg Nazi! Was soll da noch passieren? Nazi-Kinder, Nazi-Eltern, geboren zum Verlieren. Die Liebe der Kinder, die gibt es nicht. Die Liebe der Kinder, die gibt es nicht. Die Liebe der Kinder, die gibt es nicht. Unsere Liebe für Nazis, die gibt es nicht. Das ist für unsere Kinder. Die Liebe der Kinder, die gibt es nicht. 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 Das ist für unsere Kinder. Sie sollen leben in Ketten. Leben in Ketten. In Gruppen und dort leben in Ketten. Leben in Ketten. Ihr lebt dann in Ketten. Werdet daran der Kunst schnellstens verrecken. Nazis leben in Ketten. Nazis leben in Ketten. Nazis leben in Ketten. Wir könnten euch retten, aber wir tun's nicht. Wir tun's nicht. Die Liebe der Kinder, die gibt es nicht.